Und ein Witz für Soraya. Fragt ein Mädchen einen Jungen. Wusstest du eigentlich, dass wir Mädchen schlauer sind, als ihr Jungs es seid? Nein, das wusste ich nicht. Na, siehst du? Ja. Die Kamera ist manchmal so langsam, dass man zum genau zielen sich schon drehen. Ja, ja. Na, siehst du? Ich fand den witziger. Natürlich fandest du den witzig, Flummi. So, aber der eine Stein fällt jetzt hier nicht mehr runter. Dem könnten wir so einfach nach oben. Ja. Ja, das ist das schnellste Umdrehen, das das Spiel kann. Ne? Also das ist wirklich nicht schnell. Das Problem. Die Ananas hat ein Ei gelegt. Ein Vogel kam zum Brüten. Apropos Ananas! Das All-Time-Internet-Thema. Pizza Hawaii, ja oder nein? Ja gut, mit der Bewegungssteuerung mache ich ja auch manchmal. So versuche ich dann noch fein zum Zielen, weil mit Stick kann ich sowieso nicht zielen. Damit geht's noch ein bisschen, dass ich was treffe. Flummi sagt, ja. Wollen wir das für einen Poll machen? Komm, wartet mal. Dann machen wir mal einen Poll da. So. Pizza plus Ananas? Fragezeichen. Antwort geil. Antwort bäh. Ihr kriegt 3 Minuten. Werden wir jetzt sehen. Nein, aber wer will du? Also ich muss hier. So. 1-1 steht's. Noch spannend. 2-2. Immer noch spannend. Ich mag keine Ananas. Die Ananas ist meine Liebling. Also, was heißt nicht meine Lieblingsfrucht, aber gehört zu meinen Lieblingsfrüchten. Mit Bananen zusammen zum Beispiel. Ich mag Südfrüchte irgendwie gern. Hat sich irgendwann mal rausgestellt. Ach, hopp. Oha, Bär liegt mit 3-2 vorne. So, Moment. Von da kommen wir, ne? Genau, und da wollen wir weiter. Genau, und hoch. Und da drüben ist irgendwo der Schrein. Hätte mir die Feen markieren sollen. Das Pizza Hawaii gesagt, ey. Das ist mega offensive. Wenn man heutzutage alles umbenennen muss. Ja. Ja, okay. Ich mag auch kein Toast Hawaii. Mag ich auch. Toast Hawaii mit noch einem kleinen Stück Tomate oben drauf. Der besten Sachen überhaupt. Ich krieg schon wieder Hunger. Warum enden wir eigentlich immer bei Essen in diesem Stream? Früher oder später? Ach Gott. Du willst doch schon wieder... Gott, was weiß ich wohin? Wie zu meinem Freund. Ja, I know. Kommt das ganz drauf an, wo der ist. Da muss ich auch hin. Hey, wir beide können... Nein, nicht nochmal ansprechen. Das stimmt. Das ist was runtergefallen, aber hier ist nichts zum Bauen. Oh, doch, da drüben. Das mit dem wir... Dass der Stick manchmal auch nicht will, ist auch wild. Das mit dem Bauen hat immer nicht funktioniert. Wir laufen einfach den Weg und töten einfach alles unterwegs. Das wird schon. Er fängt den Glock im See. Na, dann kriege ich ja seine Samen nicht. Das Problem dran. Das wäre ich ja da beinahe dafür. So ein bisschen geiselhaft, wie die Crocs einen hier nehmen, ne? Mini-Inventar. Guck mal, da kann man wunderbar hinlaufen. Wir müssen eh in die Richtung, von daher alles gut. Schönes Emote. Guck mal, da war schönes Emote. Bäh, gewinnt tatsächlich mit 3-2. Dabei habe ich sogar noch für geil abgestimmt. Schade. Das heißt, Flummi und ich sind die einzigen, die Pizza Hawaii mögen. Sehe ich das richtig?
Das ja. Nee. Einfach weiterlaufen. Ach komm. Hör auf mich zu überlesen, du Goethe. Was? Was habe ich denn überlesen? Dann schreib's doch nochmal. So. Was hast du denn geschrieben? Wo denn? Du bist ja auch abartig pervers, Dave. Das war jetzt so wichtig. Obst auf Pfizer gehört mit lebenslänglicher Haft bestraft. Nee, überhaupt nicht. Mein Problem ist ja, ich mag fast alles. Außer Meeresfrüchte. Oh, ey, Meeresfrüchte, könnte ich... Es gibt fast nichts Geiles aus Meeresfrüchte auch. Alleine? Du warst alleine. Und wolltest dich mit mir anlegen. Mutig. Eine Meeresfrüchte. Eine Pizza Frutti di Mare. Da ist schon wieder so ein... Kann man nicht mitnehmen, die Teile. Kann man ein Foto davon machen. Geht nicht? Oh, interessant. Wir haben jetzt aber auch nichts bei. Sorry. Dann musst du hier liegen bleiben. Muss ich jetzt eigentlich aufpassen, weil zwei von den Wüstenkötern da sind? Ja. Himajat-Schrein. Das ist eine heiße Quelle. Gab es zumindest in Breath of the Wild. Möter, nicht Köter. Es gibt ein Video, da hat einer mehrere Crocs aneinander geklebt und über dem Feuer gebraten. Manchmal hätte ich auch Lust dazu, das ist aber schön. Aber der Aufwand allein, nee. Oh nein, schon wieder ein nackter Stein. Also die sind zu häufig. Die machen halt auch echt wenig Spaß, diesen... Als ob du ein reinrassiger Köter bist, Dave. Hey. Zertrümmert, ja. Meine Laune zertrümmert sich immer bei diesen Schreinen. Eins, zwei, drei, vier. Die da oben werden wieder mit Bögen bewaffnet sein. Da hinten, da bewegt sich auch noch ein dritter oben. Also sind es mindestens fünf. Was ist mit den beiden da unten jetzt? Oh. Ne. Nein. Komm her. Ja. Da ist auch noch einer. Oh, ich sehe, was ich machen muss. Ach Gott. Runde. Zwei Runde. Noch eine Runde. Oh, ey. Von wo hast du mich getroffen? So, ich sollte doch hier jetzt eigentlich super safe sein. Und die anderen sind doch abgesoffen, oder? Ja. Alles gut. So, dann sind nur noch diese beiden hier. Meine Waffe ist aber nicht so gut. Dave ist super safe.
Ja, Super Dave bin ich ja sicher nicht. Und hopp. Tschüss. Oh, wow. Okay, gut, gut, gut. Das ist vielleicht nicht so gut. Dann fällt das Zeug von oben runter. Jawohl. Piep, 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 piep. Du, das mit der Keule jetzt. Damit, ne? Ja. Gutsch. 16 Schaden, das Ding jetzt. Wir haben nur ein Viertel Herz bisher verloren. Gut. Na, so langsam wird das doch hier. So, was ist mit Skyrim? Bibo, was ist mit Skyrim? Seit Dev auf Männer umgestiegen ist, sie ihn ausgezogen hat? Was, Bibo? Was? Ich auf Männer umgestiegen? Das wird der Mutter meiner Kinder, aka auch meine Freundin, glaube ich, sehr interessieren, dass ich das bin. Autsch. Komm. Tschüss. Ich darf den Bumsi eh nicht behalten. Safe ist Super Dave? Genau. Und solange da kein Flummi da ist, ist Dave immer safe. Genau. Flummi macht mich immer unsicher. So, das ist jetzt gleich auch noch ein Heal, wunderbar. Ich müsste meine Feen ersetzen, ne? Alles Tarnung mit den Kindern und der Freundin, ja, ja. Beta-Elite-Klinge, 35 Basisschaden. Hey, dann, ja, du dann weg hier, ne? Haben wir eigentlich das Ding? Was haben wir das Soldatenschwert noch nicht fotografiert hatten? Die Kugel? Da war doch noch irgendwas gerade. Hä? Ach, whatever. Müssen wir eigentlich so einen Stein mal fotografieren? Nö. Na gut. Böse. Meine Superkraft Dave Verunsicherung. Ja. Ich kann nicht mit gutem Gewissen im Stream bleiben, ohne den Chat zu lesen. Also guten Morgen, dann bye. Was? Also guten Morgen, dann bye. Wie mein Madada? Guten Morgen, dann bei. Hä? Nee, verstehe ich nicht. Ein böse Blumi. Ja, das ist normal. Oh, guck. Hä, wir haben den schon wieder. Warum habe ich denn schon wieder so viel? Wie viele Schreine haben wir heute gemacht? Und wieder nichts an Story. Nichts, rein gar nichts. Das ist doch. Ah, tschüss, Madada. Netter Timeout. Also nur eine Sekunde. Bin ein Purge. Hast das böse Wort geschrieben, oder? Ja, hast du. Papa sagt's. Der guten Morgen, weil es morgen ist. Ich weiß, dass du weißt, wer Flummi ist. I know. Die Frage ist nur, ob Flummi weiß, wer du bist. Vorne ist ein Exal Bingsbums. Ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß, wer Flummi ist. Genau. Ich glaube, ich wusste mal deinen Namen. Unwichtig, Leute vergesse ich. Wow, das ist nicht nett. Komm, Flummi. Ich bin extra weggegangen. Ach, das explodiert so schnell, das Viech. So. Nein, nein. Sei tot, sei tot, sei tot. Zerbricht gleich. Du hattest aber netten Loot dabei, mein Lieber. Das ist jetzt wieder schlecht. So, Moment, ich muss mal ganz kurz. Hallo. Ach, das ist schon mit Synthese, okay. Echt? Warum? Beta-Elite-Klinge? Ach, der Griff und die Klinge. Ah.
Oh, der lebt ja noch. Noch einer. Nein? Gut. Ein Wolf. Bleib einfach weg. Oh, das ist nicht lootbar? Schade. Wer mich ärgert, darf sich nicht wundern, wenn ich zurück ärgere. Macht ihr das unter euch aus? Aber seid lieb dabei. Also nicht öffentlich hier im Chat austragen, so meinte ich eher. So, was ist das da oben? Wo sind wir eigentlich gerade? Ah ja, guck mal an. Halt, stopp. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie eine Echse hier. Wenn es da nicht ganz viele Echsen gibt, dann... Wir sind lieb, Dave. Verstehst du nur nicht. Ich verstehe aber, was das da ist. Das ist ein glühender Ivarok. Problem ist, er bewacht da hinten ein paar Erze, die ich gerade gern wollen würde. Bin gar nicht da. Ganz schnell die Dinger mitnehmen. Ich will den gar nicht erst triggern, der wirft nur Steine nach mir, wenn ich weggehe. Nö. Nö, nö. Soll lieber Dave, sicher und besser. Könnte man ganz gut in der Arena aussagen, auf Daves Minecraft, ja. Flubby ist sogar gebeitlistet dafür. Ich sehe da hinten einen Schrein. Oh, der ist aber weit weg. Oh, der ist aber... Ah, guck mal, und hier ist sogar... Weil man die in Breath of the Wild entdeckt hat, sind sie hier auf der Karte. Es gibt Leute, die kein Minecraft haben. Ja, unvorstellbar, ne, Tobi? Es gibt auch Leute, die kein Guild Wars 2 spielen. Das ist ja auch für mich unvorstellbar. Minecraft ist zwar das meistverkaufteste Spiel aller Zeiten. Trotzdem hat es keine... Was haben wir auf der Erde? 7, 8 Milliarden Verkäufe? Gibt halt immer noch ein paar Leute, die erstmal gar nicht spielen und auch dann trotzdem spielen. Aber kein Minecraft, da ist wieder ein Schwein. Und warum ist hier kein Krog? Warum ist hier kein Krog? Das ist ein bisschen enttäuschend. Was ist denn das? Ach, hat ein Oktopus mit Stein auf dem Kopf. Das wäre doch mal schlimmer mit denen. Was war denn da? Da ist bestimmt auch wieder so eine Hydra. Was ist das denn? Da ist es doch eine Statue von irgendjemandem. Das sind die Haare, das ist die Hand. Das sehe ich doch bis hier. Das sieht schon gar nicht so nett aus da oben, ne? Ich will das Spiel gar nicht haben. Da siehst du. Es gibt Leute, die kein Grundlegend spielen. Er hat doch die Schnauze. Das gibt's VR. Was? Moment, was? Wie kommen wir denn jetzt auf Vihagra? Was habe ich denn jetzt verpasst? Sibaji Taki. Oh, Schrein. Ich weiß, was das ist. Reden wir noch von Vihagra? Es soll sogar Leute geben, die kein Star Wars feiern. Für mich unvorstellbar. Hi. Star Wars ist okay. Es ist. Ich bin halt einfach nicht so der Sci-Fi-Mensch. Außer Doctor Who. Glaube ich, das einzige an Sci-Fi. Ja, doch, Star Trek fand ich eigentlich auch noch ganz gut. Oh, du drehst dich. Was? Du kein Star Wars? Nope. Wenn wir, also wenn wir dir erklären müssen, wie man auf Vihagra kommt, dann fahren wir lieber weiter drüber, Dave. So. Ich bin halt nicht so der Sci-Fi-Mensch. Es tut mir leid. Ich habe die Filme alle gesehen. Ich war auch unterhalten genug, um nicht zu kotzen. Aber es sind halt einfach Filme, wo ich sage, ich habe sie gesehen. Das reicht mir dann jetzt auch wieder.
Ich bin großer Fluch der Karibik-Fan dafür. Die kann ich mir 100.000 Mal angucken. Das hätte jetzt irgendwie nicht viel gebracht. Okay, dann gehen wir. Nein. Dein Gesicht ist kein Sci-Fi. Das ist richtig. Dein Gesicht ist eher Horror. Warte mal. Kann ich die einzelnen Elemente? Ja! Nee, das ist schlecht. Andererseits? Ah, nee, nicht ganz. Was unter denn? Das schiebt sich aber dann auch nur so rüber. Hä? Ich muss doch da hin. Und das Meer wird ein Hä? Sea of Thieves hat eine Story mit Disney-Lizenz für Pirates of the Caribbean. I know, aber nein. Okay, ihr werdet über Sea of Thieves. Ich bin Sea of Thieves, das reicht. Denke, ich brauche ich nicht. Ja. Oh, ich... Ich verstehe, ich verstehe. So. Aber da wird die Truhe sein. Von daher. Also im dritten Part wird die Truhe sein. So. Und wenn ich jetzt da durchgehe, gehe ich ein bisschen ganz oben durch. Bis zur Truhe. Schön. Starkes Uranium-Großschwert. Okay. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Das ist zum Beispiel auch eine überbewertete Serie. Die ist gut, aber es wird immer so als das Ultimo-Ding hingestellt. Ja, A-Team war geil. Gar keine Frage. Was aber definitiv nicht die beste Serie ist. Weil ich finde das meiste immer überbewertet, weil alle sagen immer, ja, beste Serie ever, beste Serie ever. Ist halt schwierig. Es kann halt leider nur eine beste Serie geben und das behauptet immer jeder von seiner Lieblingsserie. Ich will es auch noch nicht mal von Dr. Who behaupten. Im Gegenteil, Dr. Who ist manchmal sehr seltsam. Absolut verständlich, dass es Leute gibt, die es nicht mögen. Ich meine Nase. Aber ja. Kurzer Test! What a thrill! With the darkness and silence through the night. What a thrill! Das ist ein Text. Mit Flüchen auf karibischen Inseln kann ich nichts anfangen. Ist mir auch zu fluchlastig. Nee, Quatsch, das ist nicht mein Ding. Ja, wenn man Piraten-Settings generell nicht mag, dann absolut verständlich. Stargate SG-1. GSG-1. Ist gut gewesen. Hatte ich Spaß mit damals. Gebe ich zu, aber... Und sehr trashy, wenn man sich das überlegt. Keine Metal Gear Fans? Nie gespielt. Ich verachte Gleichspiele. Entsprechend habe ich auch nie... Oh Gott, da oben. Entsprechend habe ich nie Metal Gear gespielt, weil... Da muss man ja doch relativ viel Oh Gott, da oben ist das. Relativ viel schleichen. Nee. Ich habe Atlantis vorher geschaut, was besser als SG1. Das gab's damals noch gar nicht. Ich das geguckt habe. So, mal gucken, ob wir da hochkommen. Ohne, dass wir verbrennen. Wir haben noch ein bisschen Kühlmedizin. Nochmal so ein Ding. Ja. 17, ne? Ist okay. Das macht Schaden. Das heißt, wir haben jetzt Waffen, die normalen Schaden machen und Waffen, die richtig guten Schaden machen mittlerweile. Da ist eine Höhle. Ach, Mann. Verdammt. Schon alle Flüche gesammelt? Oh, der ist sogar...
entdeckt. Ja, was denn? Da sind Gegner drin. Monsterhöhle. Nö. Das dauert nur so lang. Ja, die Monster sind da vorne. Entschuldigung, ich bin kein Monster. Bitte greift mich jetzt nicht an. Was gibt's denn? Wir sind gerade im Einsatz gegen die Monster. Moment mal, Link? Aber du bist... Ja, du bist es. Erinnerst du dich an mich? Toten, wir haben uns im Schloss Hyrule bei der Suche nach der Prinzessin kennengelernt. Sag mal, bist du hergekommen, um zu helfen? Wir rücken gerade vor, um die Monster zu besiegen, um ein Stück weiter davon, die davor, ein Stück weiter vorne ihr Unwesen treiben. Wir wollten uns zunächst ihrem Aufenthaltsort nähern und dann sofort angreifen. Wenn es dir nichts ausmacht, Link, dann hilf uns doch bei dieser Monsterplage ein Ende zu bereiten. Bringe El den Frieden. Ja. Ich bin genau hinter euch. Direkt hinter euch, ja. Seht euch gar nicht um, ich bin da. Vertraut mir. Mhm. Auch wenn ich dank MacGyver harter Ricky Dean Fan bin. Also der Schauspieler, der, ich weiß, welchen du meinst. Ich weiß aber gar nicht mal, wie die Figur hieß. Ja, egal. Mhm. Ah ja. Ich mag Piraten. Hab also mit diesem Piratenfilm eher nicht meine. Oh. Oh, das ist interessant dann. Weil, also, Fluch der Karibik. Das Thema hatten wir schon oft. Ich finde Filme. Nenn mir 10 Filme, ich finde 9 davon scheiße. Okay, anders gesagt, nein. Nenn mir 10 Filme, 5 davon habe ich nicht gesehen, 4 finde ich scheiße und einen finde ich gut. Das ist so ungefähr der Schnitt an Filme. Können wir das Spiel machen? Im Chat. Sagt mir mal Filmnamen. Am besten große und bekannte natürlich. Ich werd die Hälfte nicht mal gesehen haben und die ich gesehen habe, fand ich doof oder langweilig. Ich bin ganz, ganz speziell, was Filme angeht. Nein, nicht diese Waffe. Eher da. Filme? Ich kenne kaum welche. Ja, same. Und die ich gesehen habe eben. Oh. Also noch weiter oben. Oh, fuck. Mist. Zootopia. Das war der mit dem Fuchs und dem Hasen. Habe ich nicht gesehen. Den möchte ich aber noch sehen. Ich glaube, der würde mir gefallen. Von dem habe ich nur Gutes gehört. Exe. Weg. Serenity. Den habe ich sogar gesehen. Serenity ist der Film zu... Gott, wie heißt die Serie? Die war gut. Die fand ich richtig gut. Der Film war aber auch wieder zu kurz. Da hat einfach die Story, die man erzählen wollte, nicht in diese kurze Zeit gepasst. Was übrigens das Problem der meisten Filme ist. Genau, Firefly, danke. Firefly war die Serie richtig gut und der Film dazu, den habe ich dann gesehen, weil eben es gab keine... neue Staffel zu Firefly. Entsprechend musste noch schnell ein Film her, um die Story zu Ende zu erzählt werden. Damit, oh Gott, Indiana Jones. Gar kein Freund von furchtbare Filme. Alle, ganz schlimm. Skelly kenne ich nicht. Ghost and Piss Cursed nicht. Was für ein Ding? Nee. Und so Utopia gesehen, fand ich super. Josh Whedon, der auch Buffy gemacht hat und Dr. Horrible. Mhm. Herr der Ringe, die Gefährten. Okay. So, daher kommt mit allen Herr der Ringe. Herr der Ringe ist ein zweischneidiges Schwert. Herr der Ringe ist gut. Das sind Filme, die mir sogar gefallen. Mein Problem ist Tolkien selbst. Ich habe die Gefährten gelesen. Und ich habe noch nie so einen furchtbaren Schreibstil ertragen müssen. Und dann ist der Grashalm 1 Millimeter gewachsen. Während die Elben sich ihre Haare kämmten. Oh, ihr ist ein Haar ausgefallen. Der Grashalm in der 3. Reihe links ist 1 Millimeter gewachsen. Na, das ist Tolkien. Ja, du hast tolles Worldbuilding. Du beschreibst alles wunderbar detailliert. Ein bisschen zu sehr, mein Guter. Finde ich furchtbar. Die Filme sind gut. Gar keine Frage. Rubin, Rot, Saphir, Blau, Smaragd, Grün, sagt mir nicht immer was. Mulan, reden wir vom Disney-Film, dann ja. Thor, reden wir von Marvel, langweilig wie alle Marvel-Filme. James Bond, keine Zeit zum Sterben, keine Ahnung. Welche Bond-Filme habe ich gesehen? Ein paar mit Pierce Brosnan und ein paar mit dem aktuellen hier, mit dem Blondjob. Müsste ich gerade nochmal alle sehen. Casino Royale war okay. Hier stehen wir an einem anderen Tag, den habe ich ein paar Mal gesehen, der ist ganz nett. Keine Zeit zum Sterben, also genau, Casper, gar keinen Casper-Film gesehen. Halt dich fest, Link, goddammit.
Da hat sie Gremlins nie gesehen. Hat mir auch nicht interessiert. Ich habe Wichtigeres zu tun, muss noch ganz viel anderes abschließen. Also, sind keine Filme, das SOT, PvP-Ding. Ja, ja, okay. Ihr seid bei Sea of Thieves. Ist okay. Hast du sie auf Deutsch gelesen? Ja, damals schon. Damals war ich noch nicht so gut in Englisch, deswegen ja auf Deutsch gelesen. Wahrscheinlich würden sie mir auf Englisch besser gefallen. Mittlerweile bin ich im Englischen gut genug, dass ich das könnte. Damals habe ich das noch nicht gekonnt. Damals hätte ich mir auf Englisch vielleicht mal eine Semmel bestellen können. Der Alte im Westen, nichts Neues, nie gesehen. James Bond mit Sean Connery kennst du nicht? Nie. Hallo, ich bin 31. Ich glaube, Sean Connery war schon kein Bond mehr, als ich geboren wurde. Pippi im Takatuka-Land. Vielleicht, das weiß ich nicht, ob ich den gesehen habe. Da kann ich nicht beurteilen. Die Pippi Langstrumpf-Serienfilme ist lange her. Das ist der Fehler bei Tolkien, die Übersetzungen sind grausam. Okay. Ich kann dann eben nur für das Deutsche sprechen. Ich fand es absolut furchtbar. Also ich habe noch nie so was Schlimmes gelesen wie das. Oh, gut, gut, gut. Halt dich. Nein. Sehr gut. Ich werde noch ständig wiederholt. Ich gucke seit über 10 Jahren kein Fernsehen. Ich weiß nicht, was da wiederholt wird. Also wirklich, ich gucke gar kein Fernsehen. Ich hatte auch irgendwann nicht mal mehr einen Fernsehanschluss. Also doch den Anschluss schon. Aber keinen Receiver mehr dran. Ich habe meinen Fernseher an meinen Rechner dran gehängt. Und YouTube, Twitch, Netflix. Nein! Ach Gott. Und wie es alles heißt, geguckt, aber kein Fernsehen. Starship Troopers. Wenn das ein Film ist, kenne ich nicht. Die Eiskönigin, just for the memes. Da Schnuti ganz großer Elsa-Fan ist, habe ich die beiden Filme gesehen. Sie sind ganz nett. Aber das gehören zu den Filmen, die hat man einmal gesehen und dann lang ist auch wieder. Vier Fäuste-Fan, Halleluja. Oh ja, vor 100 Jahren, irgendwann mal. Bud Spencer und Terence Hill Filme, das ist wieder mein Humor. Das ist stumpf. Da sehe ich mich. Starship Troopers soll kultisch sein. Keine Ahnung. Mars Attacks. Oh Gott, Mars Attacks war... Ich würde sagen, der erste Horrorfilm meines Lebens. Lenkende Macht. Oh je. Ich habe Mars Attacks gesehen. Da war ich 7, 8, 9, so um den Dreh. Nee, 9. So dritte, vierte Klasse, keine Ahnung. Da war das gruselig. Da hatte eine Bekannte auf mich aufgepasst, weil meine Mutter nicht zu Hause war. Und die hat mich den Film gucken lassen. Meine Mutter hätte mich den nie gucken lassen. Wäre auch besser so gewesen, wenn ich den damals nicht gesehen hätte. Großartiger Film. Absolut dämlich, aber sehr unterhaltsam. So. Okay, wir brauchen eine Kugel, die da rein muss, damit ich da aufmachen kann. So, ich jetzt, Penny, ich habe Termine morgen. Dann hab eine wunderbare gute Nacht. Wir machen das auch nicht mehr allzu lang. Ich mache immer zwischen 4 und 5 Schluss. Starship Troopers habe ich in der Sneak Peek geguckt im Kino damals. Ach, okay. Ich war einmal in der Sneak Peek und das war ein... Aua. Häng überall schon wieder. Ein furchtbarer Film. Ich war da schon. Bonk. Bonk. Das dauert so lang beim Zuhauen. Dumme Zweihandscheiße. Für euch reicht's. So, Moment. Wo ist denn die Kugel? Oh, da geht's lang. Ah ja, da ist die Kugel. Ich sehe schon, wo das hingeht. Wir müssen da rein, rechtzeitig stoppen, dann Kugel holen und umdrehen. Das Problem ist nämlich, die Reifen können nämlich nur in eine Richtung gehen, ne?
Geht nicht. Wie soll ich denn da hochkommen? Moment. Na! Spring doch nicht in die Lava, du Vollhorst! So. Klassiker? Das ist das Ding weg, ne? Oh, wie. Jetzt komme ich da gar nicht erst rüber. Oh, wow. Kann ich rausporten? Ja, warte. Importieren. Ja, wir müssen rausporten. Das geht nicht anders. Jetzt habe ich ein Bedeck von Ned in Paris. Ich habe ihn sogar gesehen. Irgendwann mal vor 100.000 Jahren. Lilo und Stitch, den habe ich nie gesehen. Den wollte ich immer sehen. Ich weiß ja gar nicht, warum ich den nie gesehen habe. Ich weiß, ich wollte ihn damals sehen, als Kind, als der rauskam. Aber anscheinend sind wir Defollow. Ich kann doch auch nichts dafür. Das ist einer von den Filmen, die ich immer gucken wollte. Ist der zufällig auf Dingsbums? Wow, du hast wirklich defollowed und refollowed. The Cube? The Cube sagt mir nichts. Was ist The Cube? Ich kenne Ice Cube. Hä? Oh, ja. Also sagt mir nicht mal was vom Namen. Ihr werdet gleich sehen, was ich hier mache. Das funktioniert aber. Very low budget, aber sehr geiler Horror-Thriller. Ja gut, Horror-Filme bin ich sowieso komplett raus. Ich mag Horror gar nicht. Ich bin super schreckhaft. Lilo und Stitch ist so ein toller Film. Ja, ich habe immer nur Gutes gehört. I know. Aber, ja. Habe ich halt nicht gesehen. Kann ich auch nichts für. Den würde ich gerne mal sehen. Aber jetzt habe ich keine Zeit mehr. Wenn Mini-Dave groß genug ist. So. Jetzt muss man bloß aufpassen. So. Dass das geklappt hat sogar, wundert mich schon ein bisschen. Nein. Und App. Toy Story, gesehen, aber zu lange her, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Atlantis hatten wir nicht. Moment, 24. Der Fehler kann weg. Ich habe ihn gesehen, ich kann mich aber auch nicht mehr daran erinnern. Ich weiß, ich hatte irgendwie aus einer Kelloggs-Packung auch noch ein Spiel dazu. Was auf unserem damaligen Rechner nicht so richtig funktioniert hat. Der Soldat James Ryan. Guter Film, aber überbewertet. Der wird auch wieder so als Meisterwerk hingestellt. Ja, ist ein ganz guter Film. Macht Spaß. Punkt. Die Prämisse des Films stört mich halt. Da müssen wir hin. Mit, oh ja, wir haben hier diesen einen Typen. Den müssen wir jetzt holen. Und die 20 anderen, die wir auf dem Weg dahin verlieren. Kollateralschaden. Das wird, nein, einfach nein.
Das stört mich so sehr an dem Film. Das ist im Leben nicht. Aber das wird jetzt eklig. Oh, wir hätten ein Lenkding mitnehmen müssen, ne? Oh Gott, das passt mir nicht durch. Na, ja, wir hätten so ein Lenkteil mitnehmen sollen. Und tschüss. Schindlers Liste. Welche Version? Ich habe beide gesehen. Die alte und die neue. Aber ja, so halb daran erinnern. Das ist halt auch 100 Jahre her. Historisch ja, aber als es ist halt kein Unterhaltungsfilm. Deswegen. So. Und da müssen wir doch durchpassen, oder? Oh, da hinten wäre es super easy gewesen. Okay. Kiste hatten wir ja. Genau, da war der Bogen. Oh! Da ist mir was auf den Kopf gefallen. Da geht es ja, dass die Familie während dem Dealer schon mehrere Söhne verloren hat und deswegen den letzten rausholen. Ja, und die 20 anderen, die auf dem Weg dahin sterben. Das ist so doof. Oh, perfekt. Ach, wir können zweimal HP leveln. Liam Neeson. Meine Katzen heißen nicht umsonst so. Mhm. Wir reden hier über Filme, nicht spezifisch unter... Ja, möchte von Filmen schon. Der englische Patient. Vajana. Vajana war der mit dem, das war die aus dem Dorf ist, die dann mit dem dicken Typen, der irgendwie die Wellen beherrscht und so. Der war ganz gut. Den habe ich gesehen mit Schnuti, den habe ich erst gesehen und mit Schnuti vor einem Jahr oder so. Der war ganz nett. Den kann man sich angucken, doch, doch. Nein. Die Maske. Habe ich damals gesehen. So Ende 90er, Anfang 2000er, wann der halt war. Deswegen. In Deutsch oder in Englisch? Welchen? Ich gucke selber meistens auf Englisch. Wenn ich was mit Schnudi gucke, gucken wir auf Deutsch. Schnudi mag keine englischen Filme. Und ich beschwere mich immer, die Deutschen sind gerade scheiße. Kannst du auf Englisch gucken? Nee, will ich nicht. Ich werde mir entspannen und nicht nachdenken müssen. Ist ja ein valides Argument. Da wird gerade alles bestimmt, aber nicht Vajana. Doch, das ist doch der mit. Dieser Pixar-Film oder. Vajana in Deutsch? Diese komische Prinzessin da auf der Insel, wo da auch so eine Verderbnis kommt, so ähnlich wie hier. Sie mit dem Wellentyp, sie da mit dem Dicken, der überall Tattoos hat, die sich bewegen. Tada! Swamp Shop ist ein Movie, der erste. Ja, habe ich sogar das Spiel dazu. Nicht die Welt, die Wellen. Wellen, Waves, Englisch. Hab ich Welt gesagt? Ich meinte Wellen. So, und nochmal Herzen. Dann haben wir jetzt wie viel? Mehrere auf jeden Fall. Immer noch eine Reihe. Der Junge hat wenigstens etwas Geschmack. Der ist ein Halbgott und heißt Maui. Yes! So halt, ne? Ich kann auch keine Namen merken. Was denkst du denn von mir? So, warte mal, wie viel haben wir jetzt? 3. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mist. 15 ist wahrscheinlich wieder eine Reihe, ne? Okay, aber das ist schon mal ordentlich jetzt. So, wir kommen jetzt auf der Welt schon mal halbwegs schnell an jeden Fleck, würde ich sagen. Wir haben überall in der Nähe Kram. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde. Lohnt sich das noch irgendwo was groß anzufangen? Eigentlich nicht, ne? Er ist auch schön gerade noch die HP gemacht. Komm, wir stellen uns in Impas Haus unter, weil ich den Namen ihrer Tochter vergessen habe. Oder Enkelin. Dann geh weg! Geh doch selber weg!
Kontakt. Und da machen wir für heute schon Schluss, hätte ich gesagt. Aber jetzt noch auf Gedeih und Verderben irgendwas anfangen.